Ich bin damals kurz vor der Wende aus einer Kleinstadt, in der ich studiert habe, nach Berlin gezogen. Ich hatte Berlin noch gar nicht verarbeitet, als die Mauer fiel. Und es war natürlich ein irrer Moment. Jeder kann sich da bestimmt dran erinnern. Aber ich habe das Ganze mit sehr gemischten Gefühlen gesehen, weil ich gemerkt habe, dass irgendwie auf der einen Seite jeder sagte, ja, wir sind Brüder und Schwestern und wir sind ein Volk. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, es fühlt sich aber nicht so an wie ein Volk. Es fühlt sich an als was Fremdes. Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, meine Position jetzt so zu finden, weil ich natürlich einen völlig anderen Erfahrungsblick auf diese ganze Zeit und die Wende habe. Dadurch, dass ich das Ganze aus dem Westen erlebt habe. Und ich hatte damals gerade meinen Sohn geboren, 1989, und wir suchten eine Tagesmutter. Und wir haben dann eine Tagesmutter gefunden, die aus Ost-Berlin kam und die noch vor dem Mauerfall über Ungarn geflohen war. Das war sozusagen mein erster konkreter Kontakt zu einem DDR-Bürger und seiner Familie. Und wir haben uns auf der menschlichen Ebene als Mütter und Frauen wahnsinnig gut verstanden, aber gleichzeitig haben wir, glaube ich, fast täglich gemerkt, wenn wir uns unterhalten haben, dass wir ganz viele Dinge völlig anders erleben, dass wir andere Werte haben, dass wir anders auf Sachen gucken. Und das ist ein sehr irritierendes Gefühl gewesen, weil also keiner konnte das erklären und keiner konnte das auflösen. Um mal so ein Beispiel zu sagen, ich gehöre ja eher zu diesen 68ern und den Anti-AKW-Gegnern und links von der SPD politisch angeordnet und kritisch also dem westdeutschen System gegenüber und. Und natürlich auch in der Erziehung eher ein bisschen großzügiger. Wenn ich dann nach Hause kam, dann sagte mir die Gabi, hieß sie, ja, ich habe Max ins Bett gelegt und ich habe ihm den Schlafanzug angezogen und irgendwie wollte der das alles irgendwie gar nicht. Und dann habe ich gesagt, aber warum ziehst du ihm denn den Schlafanzug an? Der kann doch so in seinem Strampler schlafen. Und dann stellte sich einfach an so einer Lappalie raus, dass wir völlig andere Vorstellungen davon hatten, wie ein Kind ordentlich zu Bett gelegt wird. Das zweite war die Frage der Sauberkeitserziehung, dass nach einem halben Jahr sie mir den Rat gab, dass es jetzt eigentlich Zeit wäre, mal einen Topf anzuschaffen, damit unser Sohn lernt, auf den Topf zu gehen. Und das ist natürlich so in so einem westdeutschen Erziehungskopf ein Unding. Da wartet man, bis es soweit ist und hat kein Problem, Windeln zu wickeln und alles Mögliche. Also das sind so, also eigentlich könnte man fast sagen, das sind Lächerlichkeiten, aber sie haben eine extreme Wirkung gehabt in Bezug auf dieses Gefühl, wir kommen von völlig unterschiedlichen Planeten. Es hat viele Dinge in den ersten Monaten gegeben, zumal ich ja aus der Entwicklungszusammenarbeit kam. Das heißt, ich hatte mich viele Jahre damit auseinandergesetzt, was heißt Partnerschaft, was heißt Augenhöhe, wie geht man miteinander um? Und ich merkte, das, was hier gerade stattfindet in der Begegnung zwischen Ost und West, ist nicht Augenhöhe, ist nicht partnerschaftlich, ist einfach irgendwie richtig blöd. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, das dauert nicht lange und die Leute werden sich irrsinnig verarscht vorkommen. Ne? Gleichzeitig hatte ich so diese Euphorie irgendwo auch in mir zu sagen, endlich besteht die Möglichkeit, im Westen mal alles auf den Kopf zu krempeln. Also das, was jetzt nach dieser Vereinigung kommen wird, ist etwas, da werden aus zwei Sachen wird was ganz Neues gebacken. Also die guten Sachen, die es in der BRD gibt, aber die guten Sachen, die es in der DDR gibt, daraus wird was Neues gebastelt. Ich habe, wenn ich irgendwo Kontakte hatte, mit denen ich über sowas versuchte zu reden oder wenn ich versucht habe, wie auch die Politik auch von den Bürgerrechtlern diskutiert wurde, ich habe das nie wiedergefunden. Also ich habe so gemerkt, naja, ich wusste, dass die Frauen eine andere Rolle in der DDR gespielt haben. Ich wusste, dass es eine andere Kinderbetreuung gibt. Ich wusste, dass das Gesundheitswesen anders ist. Und ich wollte, dass es diese Dinge, dass die im Westen besser werden. Aber ich habe gemerkt,
Es gab keine Diskussion darüber, es gab keinen Dialog, es gab gar keine Zeit, also die man sich hätte nehmen müssen, um wirklich mal zu sagen, wie soll dieses neue Land aussehen? Und das hat mich extremst erschrocken und frustriert und ich war sehr glücklich, dass wir kurz nach der Wende, also ein halbes Jahr nach dem Mauerfall, sowieso ins Ausland gingen. Also wir sind 1990 im Januar nach Brasilien gegangen für 4 Jahre. Das heißt, meine Erfahrung hatte dann erstmal einen Cut und ich war darüber sehr dankbar. Wir haben dann in Brasilien DDR-Entwicklungshelfer gehabt, die sozusagen sich darum beworben hatten, ins Ausland zu gehen und die eigentlich ähnlich weit weg wollten, also von sozusagen dem Neuen, was sich da zusammenbraute und die aber auch, da habe ich das erste Mal mitbekommen, alle eine Ausbildung hatten, die hochqualifiziert war. Die hatten also sehr verantwortungsvolle Positionen gehabt, meistens im Bereich Landwirtschaft, aber auch in der Wissenschaft. Und gut, die waren jetzt Entwicklungshelfer und ich glaube, für sie war es mal wichtig, das, was sie gelernt hatten, praktizieren zu können, weil sie natürlich auch im Agrarbereich in Brasilien dann gearbeitet haben. So, während dieser Zeit in Brasilien hörte ich dann mehr von meinen Freunden, die in Deutschland geblieben waren, was sich so entwickelte. Und mein früherer Mann arbeitete bei einem Bildungsträger, also auch schon vor der Wende und nach der Wende arbeitete er in Nordhausen und seine Aufgabe war, aus den immer mehr werdenden Arbeitslosen lauter Floristen umzuschulen. Also niemand hat von uns geglaubt, dass man so viele Floristen gebrauchen könnte, aber das war halt das Programm und die wurden alle umgeschult. Und ich weiß, dass wir öfter so, wir haben ja damals noch keine E-Mails geschrieben, sondern Briefe oder telefoniert, wirklich uns öfter darüber unterhalten haben, was das für eine Scheiße ist, die da passiert und was das für die Menschen bedeutet. Und ich glaube, was mich am meisten berührt und betroffen hat, ist, dass mein Ex-Mann mir erzählt hat, dass er etliche Teilnehmer hatte im Laufe der Jahre, die sich das Leben genommen haben. Also damit habe ich das erste Mal überhaupt so eine Berührung bekommen, also von dem Stichwort Verzweiflung, also Zukunftslosigkeit, Angst, dass man seinen Platz nicht findet in dieser neuen Gesellschaft. Ne? Gut, ich kam also dann Ende 93 wieder zurück und habe dann 94 meine Arbeit in der Verwaltung wieder aufgenommen. Und da hatte sich natürlich sehr viel, also schon zurechtgeruckelt. Es gab also sehr viele Mitarbeiter, auch aus der Ostberliner Verwaltung, oder Leute, die über ABM-Stellen in die Verwaltung gekommen waren. Und ich bin da so ganz munter wieder hingegangen, habe gedacht, na, mal gucken, was los ist. Und freute mich irgendwie so darauf zu sagen, na, mal sehen, was da draus geworden ist. Was ich feststellte, ist, dass mich alle meine Kollegen erstmal empfingen mit einer riesigen Meckerei über die Ossis. Also was die alles sind, was die alles machen, was die alles nicht können. Und ich also mit meiner, ja, mit meinem Versuch, sagen wir mal, vorurteilsfrei an Sachen dran, sondern naja, das kann ja so schlimm nicht sein. Ne? Der Witz war, dass ich nach kürzester Zeit verstanden habe, was diese Kollegen meinten und wieder auf diesen Punkt gestoßen bin, es war das absolute Unverständnis füreinander. Und was mir dabei auch deutlich wurde, niemand hat sich für das Leben des anderen interessiert. Was hat der eigentlich gemacht in all den Jahren, in denen der in der DDR gelebt hat? Also was hat ihn eigentlich zu dem gemacht, was er heute ist? Und es hat sehr schnell so ein Schubladendenken stattgefunden. Aber ich muss sagen, auch ich habe mich als Wessi in der Schublade empfunden. Also es gab natürlich genau die gleichen Stereotypen über Wessis, wie es über Ossis gab. Und ich hatte das Gefühl, es geht manchmal gar nicht darum, wen hat man da vor sich und um was, sondern also die Meinung war fest. Also die Gräben waren einfach viel tiefer geworden, was mich sehr erschrocken hat. Ich hatte Katrin schon mal ein Beispiel erzählt, was für mich sozusagen das Schlüsselerlebnis war, wo ich verstanden habe, was andere Leute meinten mit dem Anderssein. Die sind alle anders, ne? Und zwar war ich in einem Meeting. Und man muss dazu sagen, die deutsche angestellte Frau hat natürlich damals in Berlin immer sehr darauf geachtet, dass der Chef also sie nicht zu minderwertigen Aufgaben heranzieht, sprich Kaffee kochen, Protokoll schreiben, sondern dass sie fachlich wahrgenommen wird. Das ist, muss man aus der westdeutschen Sozialisation sehen, ein langer Kampf von Frauen gewesen, um Anerkennung, um nicht sozusagen zum Dummchen gemacht zu werden im Büro und. Und als ich in diesem Meeting war,
traf ich einen Kollegen, der auch zu den Altlinken gehörte, mit dem ich zusammen studiert hatte, der völlig glücklich strahlte, als seine neue Sekretärin, die aus Ostberlin kam, den Kaffee servierte und allen den Kaffee einschenkte. Etwas, was keine seiner Westmitarbeiterinnen jemals gemacht hätte. Das ist natürlich ein absolut lächerliches Beispiel, aber ich weiß bis heute, dass in der Wahrnehmung vieler Frauen, und ich will mich da gar nicht ausnehmen, das so ein Beispiel war, wo man sagte, so und die drehen jetzt alles hier zurück. Und jetzt sind die Männer wieder da, wo sie immer sein wollten. Jetzt kriegen sie alles serviert, jetzt sind sie glücklich. Jetzt müssen sie sich mit uns nicht mehr auseinandersetzen, weil sie sich Mitarbeiterinnen aus Ost-Berlin oder aus der Ex-DDR holen können. Und die haben diesen Widerspruch nicht. Also ich will dann zum Beispiel nur mal sagen, wie banal zum Teil die Empfindlichkeiten waren und wie gering das Verständnis füreinander und ich würde sagen auf beiden Seiten. Und wenn ich heute selbstkritisch irgendetwas anmerken muss bei mir, also wahrscheinlich viele Sachen, aber was mir sozusagen am meisten auf der Seele brennt, ist, dass ich selber zu den Menschen gehöre, die nie Fragen nach dem Leben der anderen gestellt haben. Also die sich wirklich interessiert haben für das, was hast du denn in der DDR erlebt? Und ich weiß, dass ich ein, zwei Freundinnen hatte, mit denen habe ich ehrenamtlich gearbeitet, die gehörten auch so zur Opposition in der DDR. Die haben mir immer erzählt, aber ich muss sagen, ich habe es ganz oft nicht verstanden, weil das Setting, das, was sozusagen Rahmenbedingungen und Hintergrund war, so anders war, dass in meiner Wertewelt das gar nicht zu verstehen war. Wenn ich mir das heute so rückblickend angucke, dann würde ich irgendwie fast sagen, es ist eben nicht ein Volk und ein Land gewesen. Es sind zwei unterschiedliche Länder, die aufeinander gestoßen sind. Und das, was ich also Jahre später und also sowohl in Brasilien als auch dann später noch in Papua-Neuguinea, also für mich sehr wichtig war, war überhaupt erst mal zu akzeptieren, dass es interkulturelle Unterschiede gibt. Man ist nicht eine Gruppe, die sozusagen gleich, wir sprechen die gleiche Sprache, aber wir haben völlig unterschiedliche Lebenserfahrungen, unterschiedliche Sozialisation, Werte. Und ich glaube, was die Zeit irgendwie nicht geschafft hat, und deswegen sind solche Erzählsalons, glaube ich, extrem wichtig, ist, sich gegenseitig die Geschichten zu erzählen. Also auch ein bisschen Verständnis dafür zu haben, für die Unterschiedlichkeit und die auch zu akzeptieren, die ist gut und die ist wichtig und das muss nicht alles nach Wessi gebürstet sein oder wie auch immer. Und was mir bis heute, also mich wirklich schmerzt, ist, dass so alles, was an positiven Dingen existiert hat, was an Wertschätzung gegenüber Lebensleistung irgendwie das, ist wirklich verloren gegangen. Ne? Und man wird das jetzt nicht alles zurückdrehen können, logisch. Ne? Aber ich glaube, diesen Punkt zu starten, wir sind ja in einer besonderen Situation im Moment nochmal, wo man sich gegenseitig bewusster wahrnimmt, wo man, glaube ich, auch vor der Aufgabe steht, dieses Gemeinwesen nochmal anders zu entdecken. Ich habe immer gespürt bei meinen ostdeutschen Bekannten, dass sie ein völlig anderes Verhältnis zum Miteinander hatten. Die hatten echt Spaß miteinander. Wenn die gefeiert haben, hat es gekracht. Ne? Das war mir sehr schnell klar. Und das, denke ich mir, ist etwas, was so diese, ich sage jetzt mal, Stock im Arsch, Wessis oft nicht so gut können, ein anderes Miteinander hatten. Ne? Also diese Dinge wieder zurückzugewinnen und sich bewusst zu machen und auch auszugraben und dann auch wirklich gemeinsam zu leben in dem, was jetzt auch so an Aufgaben vor der Gesellschaft liegt, das fände ich irgendwie wunderschön. Ich habe da sicherlich auch noch mal ganz viel nachzuholen. Katrin hat mir sicherlich auch so ein paar Anregungen gegeben. Nicht umsonst reise ich jetzt gerne im Osten Deutschlands und ja, es ist einfach unglaublich viel zu entdecken, würde ich aus der Sicht eines westdeutschen Menschen, Bürgers sagen. Und das ist eigentlich nach wie vor eine gegenseitige Aufgabe. Ja, so viel vielleicht dazu. Ich bin damals kurz vor der Wende aus einer Kleinstadt, in der ich studiert habe, nach Berlin gezogen. Ich hatte Berlin noch gar nicht verarbeitet, als die Mauer fiel und es war natürlich ein irrer Moment, jeder kann sich da bestimmt dran erinnern, aber ich habe das Ganze mit sehr gemischten Gefühlen gesehen, weil ich gemerkt habe, dass irgendwie
auf der einen Seite jeder sagte, ja, wir sind Brüder und Schwestern und wir sind ein Volk. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, es fühlt sich aber nicht so an wie ein Volk. Es fühlt sich an als was Fremdes. Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, meine Position jetzt so zu finden, weil ich natürlich einen völlig anderen Erfahrungsblick auf diese ganze Zeit und die Wende habe, dadurch, dass ich das Ganze aus dem Westen erlebt habe. Und ich hatte damals gerade meinen Sohn geboren, 1989, und wir suchten eine Tagesmutter. Und wir haben dann eine Tagesmutter gefunden, die aus Ostberlin kam und die noch vor dem Mauerfall über Ungarn geflohen war. Das war sozusagen mein erster konkreter Kontakt zu einem DDR-Bürger und seiner Familie. Und wir haben uns auf der menschlichen Ebene als Mütter und Frauen wahnsinnig gut verstanden. Aber gleichzeitig haben wir, glaube ich, fast täglich gemerkt, wenn wir uns unterhalten haben, dass wir ganz viele Dinge völlig anders erleben, dass wir andere Werte haben, dass wir anders auf Sachen gucken. Und das ist ein sehr irritierendes Gefühl gewesen, weil also keiner konnte das erklären und keiner konnte das auflösen. Um mal so ein Beispiel zu sagen, ich gehöre ja eher zu diesen 68ern und den Anti-AKW-Gegnern und links von der SPD politisch angeordnet und kritisch, also dem westdeutschen System gegenüber und. Und natürlich auch in der Erziehung eher ein bisschen großzügiger. Wenn ich dann nach Hause kam, dann sagte mir die Gabi, hieß sie, ja, ich habe Max ins Bett gelegt und ich habe ihm den Schlafanzug angezogen und irgendwie wollte der das alles irgendwie gar nicht. Und dann habe ich gesagt, aber warum ziehst du ihm denn den Schlafanzug an? Der kann doch so in seinem Strampler schlafen. Und dann stellte sich einfach an so einer Lappalie raus, dass wir völlig andere Vorstellungen davon hatten, wie ein Kind ordentlich zu Bett gelegt wird. Das zweite war die Frage der Sauberkeitserziehung, dass nach einem halben Jahr sie mir den Rat gab, dass es jetzt eigentlich Zeit wäre, mal einen Topf anzuschaffen, damit unser Sohn lernt, auf den Topf zu gehen. Und das ist natürlich so in so einem westdeutschen Erziehungskopf ein Unding. Da wartet man, bis es soweit ist und hat kein Problem, Windeln zu wickeln und alles Mögliche. Also das sind so, also eigentlich könnte man fast sagen, das sind Lächerlichkeiten, aber sie haben eine extreme Wirkung gehabt in Bezug auf dieses Gefühl, wir kommen von völlig unterschiedlichen Planeten. Es hat viele Dinge in den ersten Monaten gegeben, zumal ich ja aus der Entwicklungszusammenarbeit kam. Das heißt, ich hatte mich viele Jahre damit auseinandergesetzt, was heißt Partnerschaft, was heißt Augenhöhe, wie geht man miteinander um? Und ich merkte, das, was hier gerade stattfindet in der Begegnung zwischen Ost und West, ist nicht Augenhöhe, ist nicht partnerschaftlich, ist einfach irgendwie richtig blöd. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass dauert nicht lange und die Leute werden sich irrsinnig verarscht vorkommen. Ne? Gleichzeitig hatte ich so diese Euphorie irgendwo auch in mir zu sagen, endlich besteht die Möglichkeit, im Westen mal alles auf den Kopf zu krempeln. Also das, was jetzt nach dieser Vereinigung kommen wird, ist etwas, da werden aus zwei Sachen wird was ganz Neues gebacken. Also die guten Sachen, die es in der BRD gibt, aber die guten Sachen, die es in der DDR gibt, daraus wird was Neues gebastelt. Ich habe, wenn ich irgendwo Kontakte hatte, mit denen ich über sowas versuchte zu reden oder wenn ich versucht habe, wie auch die Politik auch von den Bürgerrechtlern diskutiert wurde, ich habe das nie wiedergefunden. Also ich habe so gemerkt, naja, ich wusste, dass die Frauen eine andere Rolle in der DDR gespielt haben. Ich wusste, dass es eine andere Kinderbetreuung gibt. Ich wusste, dass das Gesundheitswesen anders ist. Und ich wollte, dass es diese Dinge, dass die im Westen besser werden. Aber ich habe gemerkt, es gab keine Diskussion darüber, es gab keinen Dialog, es gab gar keine Zeit, also die man sich hätte nehmen müssen, um wirklich mal zu sagen, wie soll dieses neue Land aussehen? Und das hat mich extremst erschrocken und frustriert und ich war sehr glücklich, dass wir kurz nach der Wende, also ein halbes Jahr nach dem Mauerfall, sowieso ins Ausland gingen. Also wir sind 1990 im Januar nach Brasilien gegangen für 4 Jahre. Das heißt, meine Erfahrung hatte dann erstmal einen Cut und ich war darüber sehr dankbar.
Wir haben dann in Brasilien DDR-Entwicklungshelfer gehabt, die sozusagen sich darum beworben hatten, ins Ausland zu gehen und die eigentlich ähnlich weit weg wollten, also von sozusagen dem Neuen, was sich da zusammenbraute und die aber auch, da habe ich das erste Mal mitbekommen, alle eine Ausbildung hatten, die hochqualifiziert war. Die hatten also sehr verantwortungsvolle Positionen gehabt, meistens im Bereich Landwirtschaft, aber auch in der Wissenschaft. Und gut, die waren jetzt Entwicklungshelfer und ich glaube, für sie war es mal wichtig, das, was sie gelernt hatten, praktizieren zu können, weil sie natürlich auch im Agrarbereich in Brasilien dann gearbeitet haben. So, während dieser Zeit in Brasilien hörte ich dann mehr von meinen Freunden, die in Deutschland geblieben waren, was sich so entwickelte. Und mein früherer Mann arbeitete bei einem Bildungsträger, also auch schon vor der Wende und nach der Wende arbeitete er in Nordhausen und seine Aufgabe war, aus den immer mehr werdenden Arbeitslosen lauter Floristen umzuschulen. Also niemand hat von uns geglaubt, dass man so viele Floristen gebrauchen könnte, aber das war halt das Programm und die wurden alle umgeschult. Und ich weiß, dass wir öfter so, wir haben ja damals noch keine E-Mails geschrieben, sondern Briefe oder telefoniert, wirklich uns öfter darüber unterhalten haben, was das für eine Scheiße ist, die da passiert und was das für die Menschen bedeutet. Und ich glaube, was mich am meisten berührt und betroffen hat, ist, dass mein Ex-Mann mir erzählt hat, dass er etliche Teilnehmer hatte im Laufe der Jahre, die sich das Leben genommen haben. Also damit habe ich das erste Mal überhaupt so eine Berührung bekommen, also von dem Stichwort Verzweiflung, also Zukunftslosigkeit, Angst, dass man seinen Platz nicht findet in dieser neuen Gesellschaft, ne? Gut, ich kam also dann Ende 93 wieder zurück und habe dann 94 meine Arbeit in der Verwaltung wieder aufgenommen. Und da hatte sich natürlich sehr viel, also schon zurechtgeruckelt. Es gab also sehr viele Mitarbeiter, auch aus der Ostberliner Verwaltung oder Leute, die über ABM-Stellen in die Verwaltung gekommen waren. Und ich bin da so ganz munter wieder hingegangen, habe gedacht, na mal gucken, was los ist. Und freute mich irgendwie so darauf zu sagen, na mal sehen, was da draus geworden ist. Was ich feststellte, ist, dass mich alle meine Kollegen erstmal empfingen mit einer riesigen Meckerei über die Ossis. Also was die alles sind, was die alles machen, was die alles nicht können. Und ich also mit meiner, ja, mit meinem Versuch, sagen wir mal, vorurteilsfreien Sachen dran, so, naja, das kann ja so schlimm nicht sein. Ne? Der Witz war, dass ich nach kürzester Zeit verstanden habe, was diese Kollegen meinten. Und wieder auf diesen Punkt gestoßen bin, es war das absolute Unverständnis füreinander. Und was mir dabei auch deutlich wurde, niemand hat sich für das Leben des anderen interessiert. Was hat der eigentlich gemacht in all den Jahren, in denen der in der DDR gelebt hat? Also was hat ihn eigentlich zu dem gemacht, was er heute ist? Und es hat sehr schnell so ein Schubladendenken stattgefunden. Aber ich muss sagen, auch ich habe mich als Wessi in der Schublade empfunden. Also es gab natürlich genau die gleichen Stereotypen über Wessis, wie es über Ossis gab. Und ich hatte das Gefühl, es geht manchmal gar nicht darum, wen hat man da vor sich und um was, sondern also die Meinung war fest. Also die Gräben waren einfach viel tiefer geworden, was mich sehr erschrocken hat. Ich hatte Katrin schon mal ein Beispiel erzählt, was für mich sozusagen das Schlüsselerlebnis war, wo ich verstanden habe, was andere Leute meinten mit dem Anderssein. Die sind alle anders, ne? Und zwar war ich in einem Meeting. Und man muss dazu sagen, die deutsche angestellte Frau hat natürlich damals in Berlin immer sehr darauf geachtet, dass der Chef also sie nicht zu minderwertigen Aufgaben heranzieht, sprich Kaffee kochen, Protokoll schreiben, sondern dass sie fachlich wahrgenommen wird. Das ist, muss man aus der westdeutschen Sozialisation sehen, ein langer Kampf von Frauen gewesen um Anerkennung, um nicht sozusagen zum Dummchen gemacht zu werden im Büro und. Und als ich in diesem Meeting war, traf ich einen Kollegen, der auch zu den Altlinken gehörte, mit dem ich zusammen studiert hatte, der völlig glücklich strahlte, als seine neue Sekretärin, die aus Ostberlin kam, den Kaffee servierte und allen den Kaffee einschenkte. Etwas, was keine seiner Westmitarbeiterin jemals gemacht hätte. Das ist natürlich ein absolut lächerliches Beispiel, aber
Ich weiß bis heute, dass in der Wahrnehmung vieler Frauen, und ich will mich da gar nicht ausnehmen, das so ein Beispiel war, wo man sagte, so, und die drehen jetzt alles hier zurück. Und jetzt sind die Männer wieder da, wo sie immer sein wollten. Jetzt kriegen sie alles serviert, jetzt sind sie glücklich. Jetzt müssen sie sich mit uns nicht mehr auseinandersetzen, weil sie sich Mitarbeiterinnen aus Ost-Berlin oder aus der Ex-DDR holen können. Und die haben diesen Widerspruch nicht. Also ich will dann zum Beispiel nur mal sagen, wie banal zum Teil die Empfindlichkeiten waren und wie gering das Verständnis füreinander und ich würde sagen auf beiden Seiten. Und wenn ich heute selbstkritisch irgendetwas anmerken muss bei mir, also wahrscheinlich viele Sachen, aber was mir sozusagen am meisten auf der Seele brennt, ist, dass ich selber zu den Menschen gehöre, die nie Fragen nach dem Leben der anderen gestellt haben. Also die sich wirklich interessiert haben für das, was hast du denn in der DDR erlebt? Und ich weiß, dass ich ein, zwei Freundinnen hatte, mit denen habe ich ehrenamtlich gearbeitet, die gehörten auch so zur Opposition in der DDR. Die haben mir immer erzählt, aber ich muss sagen, ich habe es ganz oft nicht verstanden, weil das Setting, das, was sozusagen Rahmenbedingungen und Hintergrund war, so anders war, dass in meiner Wertewelt das gar nicht zu verstehen war. Wenn ich mir das heute so rückblickend angucke, dann würde ich irgendwie fast sagen, es ist eben nicht ein Volk und ein Land gewesen. Es sind zwei unterschiedliche Länder, die aufeinander gestoßen sind. Und das, was ich also Jahre später und also sowohl in Brasilien als auch dann später noch in Papua-Neuguinea, also für mich sehr wichtig war, war überhaupt erst mal zu akzeptieren, dass es interkulturelle Unterschiede gibt. Man ist nicht eine Gruppe, die sozusagen gleich, wir sprechen die gleiche Sprache, aber wir haben völlig unterschiedliche Lebenserfahrungen, unterschiedliche Sozialisation, Werte. Und ich glaube, was die Zeit irgendwie nicht geschafft hat, und deswegen sind solche Erzählsalons, glaube ich, extrem wichtig, ist, sich gegenseitig die Geschichten zu erzählen. Also auch ein bisschen Verständnis dafür zu haben, für die Unterschiedlichkeit und die auch zu akzeptieren, die ist gut und die ist wichtig und das muss nicht alles nach Wessi gebürstet sein oder wie auch immer. Und was mir bis heute, also mich wirklich schmerzt, ist, dass so alles, was an positiven Dingen existiert hat, was an Wertschätzung gegenüber Lebensleistung irgendwie das, ist wirklich verloren gegangen. Ne? Und man wird das jetzt nicht alles zurückdrehen können, logisch, ne? Aber ich glaube, diesen Punkt zu starten, wir sind ja in einer besonderen Situation im Moment nochmal, wo man sich gegenseitig bewusster wahrnimmt, wo man, glaube ich, auch vor der Aufgabe steht, dieses Gemeinwesen nochmal anders zu entdecken. Ich habe immer gespürt bei meinen ostdeutschen Bekannten, dass sie ein völlig anderes Verhältnis zum Miteinander hatten. Die hatten echt Spaß miteinander. Wenn die gefeiert haben, hat es gekracht. Ne? Das war mir sehr schnell klar. Und das, denke ich mir, ist etwas, was so diese, ich sage jetzt mal, Stock im Arsch, weil sie es oft nicht so gut können, ein anderes Miteinander hatten. Ne? Also diese Dinge wieder zurückzugewinnen und sich bewusst zu machen und auch auszugraben und dann auch wirklich gemeinsam zu leben in dem, was jetzt auch so an Aufgaben vor der Gesellschaft liegt, das fände ich irgendwie wunderschön. Ich habe da sicherlich auch noch mal ganz viel nachzuholen. Katrin hat mir sicherlich auch so ein paar Anregungen gegeben. Nicht umsonst reise ich jetzt gerne im Osten Deutschlands und ja, es ist einfach unglaublich viel zu entdecken, würde ich aus der Sicht eines westdeutschen Menschen, Bürgers sagen. Und das ist eigentlich nach wie vor eine gegenseitige Aufgabe. Ja, so viel vielleicht dazu.